Ein Beitrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen. Drei Fragen an die Vizepräsidentin des österreichischen Nationalen Olympischen Komitees. Frau Elisabeth Max-Theurer, herzlich willkommen, sehr geehrte Frau Max-Theurer. Von meiner Seite auch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und Ihnen einige Fragen beantworten darf. Seit einigen Tagen laufen schon in Tokio die Olympischen Spiele. Das neuzeitliche Olympia ist jetzt 125 Jahre alt. Also eine ungeheure Zeit, in der es diese Olympischen Spiele gibt, eine gute Tradition ist. Was hat sich im Laufe dieser vielen Jahre verändert? Also ich kann es jetzt eigentlich nicht 125 Jahre zurück sagen, weil da war ich noch nicht auf der Welt. Ich erlebe es jetzt die letzten 40 oder 41 Jahre mit. Und es ist halt so wie in allen anderen Sportarten auch, oder es hat sich das Rad der Zeit, hat sich da vorwärts gedreht. Es gab viele Entwicklungen, speziell auch im Sport. Der Sport hat sich weiterentwickelt und ich glaube, er wird sich auch immer noch weiterentwickeln. Und es ist sehr, sehr interessant, das auch über diese lange Zeitspanne zu verfolgen. Aber genau was sich jetzt hier verändert hat, dazu ganz genau kann ich jetzt auch nicht sagen, sondern es ist halt, die Sportgeräte sind moderner geworden, die Segelboote sind jetzt anders gebaut oder man berechnet wahrscheinlich bei Wurfsportarten mehr die Windeinwirkung. Das hat man, glaube ich, vor 125 Jahren noch nicht so gemacht. Oder beim Rudern, da weiß man auch genau, wie das Wasser sich jetzt bewegt. Also da gibt es sicherlich sehr, sehr hochwichtige Untersuchungen oder technisch hochwertige Untersuchungen, die man dann einfach hier mit einfließen lässt, damit man halt dann schneller, höher, weiter wird. Und ich denke, die Sportarten sind anders geworden. Gibt es immer wieder neue Sportarten. Es kommen einige weg und einige dazu, aber die Kernsportarten, so wie Leichtathletik und so weiter, das ist halt immer noch das Highlight der olympischen Disziplinen. Die diesjährigen Olympischen Spiele sollten ja eigentlich schon im letzten Jahr stattfinden. Und sie konnten das nicht aufgrund der Corona-Pandemie, aber auch in diesem Jahr sind wir die Pandemie noch nicht los. Wie werden die Sportler geschützt und was für Vorkehrungen kann man jetzt machen? Seitens des Österreichischen Olympischen Komitees gab es sehr umfangreiche Schutzmaßnahmen. Die Sportler wurden bereits Anfang Mai geimpft. Dann war auch vor der Einkleidung und vor dem Abflug gab es also ganz viele Corona-Tests und auch bei der Einreise nach Japan, ich war ja selber eine Woche, 10 Tage da, musste man ganz viel Tests machen. Jeden Tag wurde man unten getestet. Also da ist wirklich also die höchste Sicherheit, mögliche Sicherheit hier erfolgt. Die Sportler durften sich nur in bestimmten Bereichen bewegen. Die durften sich nicht mit anderen Sportlern treffen, was ja normalerweise bei Olympischen Spielen gerade das Highlight ist, dass man Sportler aus anderen Ländern kennenlernt. Das gab es leider dieses Jahr nicht. Sie kennen Olympia auch als Sportlerin. Sie selber sind Olympiasiegerin im Dressurreiten. Von daher kennen Sie auch die Atmosphäre bei den Spielen, nicht nur jetzt im Organisationsteam des Österreichischen Olympischen Komitees. Wie würden Sie dies Besondere, das Völkerverständigende der Olympischen Spiele charakterisieren? Naja, das habe ich ja schon gerade gesagt, das ist einzigartig. Normalerweise, wenn man in einer Sportart zu Hause ist, dann kommt man immer nur mit den Sportlern zusammen, die dieselbe Sparte betreiben oder ähnliche Sparten betreiben. Bei Olympischen Spielen, da kommen wirklich alle Sportarten zusammen, von der Leichtathletik über Radfahren, über Volleyball, über im Pferdesport, über diverse Wurfdisziplinen. Also es gibt hier sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Laufen, das ist halt immer auch so ein Highlight, 100 Meter.
500-Meter-Lauf, also alles, was in dem großen Olympiastadion stattfindet, das ist schon ganz, ganz beeindruckend. Ich durfte auch in Rio den 100-Meter-Lauf live miterleben. Also es ist wirklich einfach beeindruckend, wie groß hier auch die eigenen Nationen dann ihre Sportler unterstützen mit Fanclub und Fahnen. Und das gab es halt leider in diesem Jahr sehr wenig oder kaum. Ja, und natürlich weltweit schauen Fans diesen Spielen zu und auch das verbindet sie miteinander, dass sie in Gedanken bei diesem Sport und bei diesen Wettkämpfen sind. Und Österreich ist in diesem Jahr auch schon sehr erfolgreich. Dazu kann man gratulieren und wir wünschen, dass die Olympischen Spiele noch erfolgreich und gut zu Ende gehen. Das waren drei Fragen an die Vizepräsidentin des Österreichischen Olympischen Komitees, Frau Elisabeth Max-Theurer. Vielen Dank, Frau Max-Theurer, für Ihre Antworten. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein durfte. Und vielleicht noch ganz kurz dazu, die technischen Möglichkeiten geben uns heute in dieser schwierigen Zeit die Möglichkeit, hier eben das alles digital via Fernsehen und Video zu machen. Das ist eigentlich etwas, wo Sie mich zuerst am Anfang gefragt haben, was sich verändert hat. Das wäre vor 125 Jahren sicher noch nicht möglich gewesen. Und ich glaube, dass jetzt viel mehr an den Fernsehgeräten zu Hause einfach hier mitfiebern können. Auch wenn es für die Sportler sehr schade ist, dass sie nicht live mit Fahnen und so weiter unterstützt werden im Stadion, wie das halt sonst, was diese ganz besondere Olympia-Atmosphäre hier erzeugt. Aber ich freue mich, dass ich heute hier sein durfte, wünsche allen Sportlern, dass sie aus Japan wieder gut nach Hause kommen und dass wir vielleicht noch die eine oder andere Medaille erringen können und dass es für Österreich die erfolgreichsten Sommerspiele werden, die es in der Geschichte der Olympischen Spiele gegeben hat. Vielen Dank. Alles Gute.